Jerusalema, ikayalami, dilondoloze, uhambe nami, zungandishilana, Jerusalema, ikayalami. Jerusalema, ikayalame, dilondoloze, uhambe nami. Ja, also die Hauptbotschaft ist heute zum Beispiel, Söder muss weg oder Landtag abberufen. Es gibt sehr viele Plakate mit Landtag abberufen. Das ist ja gerade in Bayern ein großes Thema, weil da in der nächsten Woche dann das Volksbegehren Landtag abberufen startet. Und ja, deswegen stehen da heute viele dafür ein und ansonsten natürlich wie üblich gegen die Corona-Maßnahmen, gegen Diskriminierung von Ungeimpften und für Freiheitsrechte. Wir müssen irgendwie trotzdem weitermachen. Ich weiß, es sind immer weniger Leute geworden auf den Demonstrationen, aber ich meine, das Ding ist immer noch dasselbe. Es wird immer schlimmer und krasser und der Druck auf Ungeimpfte nimmt unglaublich zu. Es sind auch viele Leute eingeknickt, was ich super schade finde, aber was man bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch nachvollziehen können muss. Aber ja, wir müssen einfach weitermachen, damit nicht noch mehr Leute einknicken müssen und vielleicht ihr ganzes Leben, das sie noch vor sich haben, irgendwie deswegen verlieren. Ab 14.10. Volksbegehren in Bayern, damit ja endlich diese Regierung, die uns so viel Leid in dieser Gesellschaft getragen hat, uns gespalten hat und weiter spaltet und uns gegenseitig ausspielt, das wollen wir nicht mehr. Söder muss weg! Söder muss weg! Söder muss weg! Söder muss weg! Den Nürnberger Kodex zu achten, weil dieser Kodex wurde genau dafür 1947 geschaffen, um Menschen vor ungewollten medizinischen und unnötigen Behandlungen zu schützen. Dass wir diese Botschaft hinaustragen in die Welt, auf dass die Menschheit niemals mehr wieder vergisst, was es heißt, den Nürnberger Kodex zu achten, wenn man einen weißen Kittel anhat. Dankeschön an alle, die heute in Nürnberg waren. Es war wieder eine sehr schöne Stimmung. Es waren lange keine größeren Demos mehr. Und es tut doch immer wieder gut, diese Leute zu treffen und einfach diese Stimmung zu sehen und zu sehen, wir sind immer noch einige Leute. Und wir haben immer noch diese Energie und diese Kraft und diese gute Stimmung und Musik und alle sind gut drauf. Und ja, in den nächsten Monaten, ich glaube, der Winter wird wahrscheinlich sehr heftig werden. Ich weiß nicht, was man noch tun kann. Man muss sich vielleicht zurückerinnern, was wir für eine tolle Bewegung sind und waren und sich daher einfach die Kraft schöpfen und irgendwie schauen, für sich den richtigen Plan finden, um die nächsten Monate und Jahre zu überstehen, weil es kann am Ende nur besser werden. Das, was hier passiert, ist eine Erpressung, vom Staat geführt. Und genau das ist ja die Absicht, euch da draußen dort hineinzubringen. Wir müssen gucken, dass wir unsere Prioritäten einfach genauer überdenken. Es ist natürlich schwierig, weil viele Menschen von euch da draußen durch Kreditlasten verschuldet sind, weil sie Häuser gebaut haben, eine schicke Einrichtung auf Ratenzahlung gemacht haben, Autos auf Finanzierungen haben. All das sind die Fesseln dieses Systems. Und wir müssen uns unbedingt von diesen Fesseln lösen, denn
es bringt nichts, wenn ich mich an diese Dinge klammere und am Ende kommt meine ganze Familie an einem sogenannten, kann ich es ja nicht mal bezeichnen, um.